Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Reading Book Channel. Ich bin Melina und heute möchte ich euch wieder ein Buch bzw. einen Film, also eine Buchverfilmung vorstellen. Und zwar zu keinem anderen Buch, Film, Geschichte von 7 Minuten nach Mitternacht. Da seht ihr auch das Poster. Ihr habt es vielleicht schon in anderen Videos, vor allem auf Instagram gesehen. Ich bin ein richtiger Fan von diesem Drama und bin deswegen auch ultra stolz, jetzt ein Gewinnspiel euch anbieten zu können. Dazu aber später mehr. Vorab, ich liebe Dramen über alles. Am besten soll die Geschichte möglichst traurig oder tragisch enden. Und das ist hier der Fall, was natürlich total traurig ist, mich aber total happy macht. Hinzu kommt, dass ich natürlich auch Mediengestalterin bin und deswegen diesen Film auch gestalterisch echt geil finde. Die haben so crazy shit gemacht mit Animationen, mit der Tongestaltung oder generell Übergänge, von Szenen. Also alle Mediengestalter, schaut euch diesen Film an. Es ist wirklich... Was ich auch interessant finde, ist, ich habe ein bisschen recherchiert, dass das Projekt so ein bisschen verflucht ist. Aber da gehe ich jetzt später nochmal drauf ein. Jetzt würde ich euch erstmal den Inhalt vorstellen. Es spielt in England. Ein kleiner Junge namens Connor lebt mit seiner Mutter allein in einem, ja doch, gutem Haus. Sein Vater ist nach Amerika ausgewandert und hat dort eine neue Familie gegründet, also Frau und auch neue Kinder. Und Connor sieht ihn deswegen leider nicht so oft. Die Mutter ist leider an Krebs erkrankt und ja, ist natürlich sehr geschwächt, schafft den normalen Alltag nicht mehr, kann ihren Sohn nicht so versorgen, wie sie es gerne möchte, weshalb der kleine 10-jährige Connor auch schon ziemlich schnell auf sich alleine gestellt ist, aber was er auch ganz gut gemeistert bekommt. Auch wenn Connor und seine Mutter es sich gegenseitig nicht eingestehen wollen und sich immer weiter Hoffnung machen, ist eigentlich klar, dass die Mutter sterben wird. Und darauf baut auch irgendwie der Film eben auf. Connor bekommt von einem Monster jedes Mal 7 Minuten nach Mitternacht, deswegen auch der Filmtitel, Besuch. Und ja, man versteht nicht so ganz, worauf das hinaus soll, warum das Monster da ist. Das Monster erzählt nämlich im Laufe der Geschichte 3 eigene Geschichten und sagt, dass wenn alle 3 Geschichten erzählt worden sind, Connor auch eine Geschichte, also seine Geschichte, erzählen soll. Connor fragt sich natürlich, ich habe keine Geschichte, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und der Leser oder auch eben Zuschauer weiß auch nicht genau, worauf es hinauslaufen soll. Du willst mir bloß Geschichten erzählen? Das stimmt. Ich werde dir 3 Geschichten erzählen. Und wenn ich damit fertig bin, erzählst du mir eine 4. Ich kenne aber überhaupt keine Geschichten. Du wirst mir eine 4. erzählen und die wird die Wahrheit sein. Wovon sprichst du überhaupt? Ich will hier auch nicht spoilern, deswegen werde ich die Geschichten nicht irgendwie erzählen oder was Connor nachher auch als Geschichte dem Monster erzählt. Im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass das Monster Connor hilft, seine Mutter gehen zu lassen, zu akzeptieren, dass sie nicht mehr da sein wird und einfach damit fertig zu werden. Wie er das schafft oder wie toll das dargestellt wird, vor allem im Film, das verrate ich natürlich nicht. Es ist erstens schwer zu erklären und zweitens muss man es einfach selber sehen oder selber begreifen. Im Film sind diese Geschichten sehr schön dargestellt, mit Wasserfarbe quasi immer alles gezeichnet und es verschwimmt alles ineinander. Also richtig, richtig schön gemacht. Ich muss sagen, die Geschichte an sich ist natürlich sehr, sehr schwer erstmal, aber auch wirklich sehr, sehr gut. Total schön gemacht und die Geschichte ist auf jeden Fall eher was für Erwachsene, weil es halt auch das Thema Tod beinhaltet. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist der erste Film, wo ich sage, Alter, schaut euch diesen Film an! Der Film ist einfach so viel besser als das Buch gemacht. Gut, am Ende wird es vielleicht doch ein bisschen kitschig, weil noch eine Szene, die im Buch nicht existiert hat, dazugefügt wurde, was eigentlich ganz schön ist, so ist es jetzt nicht. Aber gestalterisch ist das so gut gemacht. Also bitte, egal ob ihr jetzt gewinnt oder nicht, kauft euch die DVD oder streamt euch irgendwo diesen Film. Natürlich legal, ne? Es ist wirklich, er ist so toll. Was ich noch sagen kann zur schauspielerischen Leistung ist, dass ich normalerweise junge Schauspieler nicht mag und dann auch nicht die Synchronisation dazu. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, es hat mich wirklich überzeugt. Der Junge kann schauspielern, der Synchronsprecher kann synchron sprechen. Es ist einfach on point. Warum ist es aber jetzt meiner Meinung nach ein verfluchtes Projekt? Das Buch wurde von einer Autorin geschrieben, die beim Schreiben gestorben ist. Und das finde ich halt schon krass, wenn man ein Buch schreibt, wo es darum geht, dass jemand einen Tod verkraften soll. Die Story stand natürlich, deswegen wurde es auch weitergeschrieben und erst recht, weil es einfach eine Hammer-Story ist.
Und wie ich es jetzt so am Rande mitbekommen habe, ich hatte jetzt gerade noch mal ein bisschen versucht zu recherchieren und habe da jetzt nicht die Proofs gefunden, die ich mir erhofft habe, also keine klaren, ist das von dem Schauspieler. Die Mutter, also ich habe gehört einmal 2 Monate vor Drehbeginn und dann habe ich auch noch mal gehört 2 Jahre vorher, ich weiß es also nicht genau, tatsächlich auch an Krebs gestorben ist. Und wenn das wirklich stimmt, dann echt Hut ab an diese Leistung. Ich hoffe, es hat ihm auch ein bisschen was gebracht, in dieser Rolle von diesem Jungen zu sein und hat ihn nicht nochmal irgendwie an schlechte Zeiten erinnert. Wenn wir jetzt schon beim Schauspieler von Connor, also Louis McDougall, ich kann meinen Namen nicht merken, Louis McDougall waren, ja, möchte ich natürlich auch die anderen Schauspieler vorstellen. Es ist ein super Cast. Die Weaver spielt mit als Oma von Connor. Die Felicity Jones ist die Mutter, also auch eine super Schauspielerin. Und das Monster wird vertont von Liam Neeson. Gut, haben wir Deutschen jetzt nicht so viel von. Also wie gesagt, super Projekt, super Geschichte. Und jetzt möchte ich euch natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit geben, die Verlosungs-Items zu gewinnen. Wir hätten einmal das Buch, die Romanvorlage zum Kinofilm. Und hier sind auch ganz, ganz viele so Illustrationen drin. Also richtig, richtig schön. Gibt es auch im Originalbuch übrigens auch. Aber das finde ich sieht nochmal schöner aus als das Originalbuch, muss ich sagen. Ihr könnt die Blu-ray und die DVD natürlich auch noch gewinnen. Die beiden Sachen, so wie ja, der digitale Film, sind seit dem 19. Oktober erhältlich. Und zu allen 3 Sachen, die jeweils natürlich einzeln verlost werden, gibt es auch noch Filmplakate. Was müsst ihr jetzt tun, um diese Sachen gewinnen zu können? Ihr müsst in die Kommentare einfach schreiben, warum ihr das gewinnen wollt, warum euch diese Geschichte so catcht. Seid ihr auch Mediengestalter oder medienaffin und sagt, ey, jetzt hast du gerade gesagt, dass es so gut umgesetzt wurde, das möchte ich mir mal ansehen. Oder sagt ihr eher, ja, ich bin gespannt, ich kenne das Buch schon, ich möchte sehen, wie der Film aussieht. Vielleicht kennt ihr den Film, wollt ihr aber mal das Buch kennenlernen. Also, egal was es ist, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich dann nächste Woche am Montag, den 13. November, euch den Gewinner zu verkünden, hier unten in den Kommentaren. Also passt auf, ich werde einfach auf den jeweiligen Kommentar antworten. Nicht, dass es ein bisschen untergeht. Jetzt drücke ich euch natürlich die Daumen und ja, schaut hoffentlich noch auf die anderen Videos auf meinem Kanal vorbei. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, ne?